Bevor hier die Kamera losgeht und bevor das hier offiziell anfängt, gibt es ja jetzt die Möglichkeit, dass ihr nochmal an dem Thema traditionelles Tantra und Entheogene, dass ihr mal sagt, was euch daran so besonders interessiert. Dann kann ich das schon mal sammeln und es ein Stück weit in den Vortrag mit reinpassen. Also vielleicht so die eine oder andere Frage, ne? Jetzt noch in dem inoffiziellen Part, bis das hier offiziell weitergeht. Gibt es da was? Warum seid ihr hier? Ne? Also. Ich habe die Frage, ist das Tantra jetzt im westlichen Sinne oder ist das buddhistische? Nochmal. Ist es westliches Tantra oder ist es buddhistisches und hinduistisches Tantra? Genau, ich meine jetzt tendenziell eher das traditionelle Tantra. Also ich bin zwar auch im westlichen Tantra ausgebildet, der Vortrag ist jetzt eher aufs traditionelle Tantra zugeschnitten, also auf meine Recherchen bezüglich der hinduistischen und buddhistischen Tantra-Tradition, was die da so gemacht haben. Aber wir können da durchaus am Rande das auch streifen, wie das heute aussieht mit dem modernen Tantra und so weiter. Ich bin ein sehr sexueller Mensch. Gleichzeitig fand ich es sehr gut, dass auf Goa-Partys Sexualität ausgeklammert ist. Viele Mädchen finden es toll, dass sie nicht angebaggert werden, dass es nicht ständig nur um Vögeln geht, auch und dass es um Ekstase, um Geistiges geht, um psychedelische Erfahrung. Deswegen interessiert mich dieser Zusammenhang. Es ist mir bisher fremd. Für mich hat Sex nichts mit Psychedelischen zu tun. Das ist für mich bisher zwar Welt, aber ich bin gern bereit, ich bin interessiert zu sehen, was da jetzt so das zusammenfindet. Ja, mich hat das gestern auch angesprochen, was Samuel Wittmer erzählt hat. Also es ist eigentlich darum, um Liebe. Also eigentlich immer liebesfähiger zu werden. So empfinde ich auch die Substanz, so empfinde ich auch Tantra. Und sowohl körperlich, aber seelisch und auch speziell spirituell. Und mich interessiert natürlich auch die Verbindung, ob es da eine Erhöhung der Intensität gibt. Also ob es eine Möglichkeit gibt, die Intensität noch zu erhöhen. Was ich sowieso schon toll so im Tantra erlebe. Aber immer mehr Weite so in meinen Grenzen. Und auch vielleicht ganz konkret, also Slow Sex ist für mich auch sozusagen ein ganz tolles Medium, um mich da auch immer intensiver zu erleben. Und zum Beispiel auch man richtig auch, also Slow Sex zum Beispiel noch intensivieren könnte durch Substanzen. Also ich habe das vor, den Vortrag ein Stück weit so zu gestalten, dass ich eine Viertelstunde über Tantra rede, was das eigentlich ist, wie das so gemeint war, dass ich dann die nächste Viertelstunde drüber rede, wie das die klassischen Inder in ihrer Magie und im Schamanismus und eben diesen tantrischen Sachen mit Substanzen hielten und die nächste Viertelstunde dann Fragen und Antworten. Also mal gucken, ob sich das so gestalten lässt. Aber das ist erstmal der Plan. Ja, eine Frage habe ich schon noch. Sagst du auch so ein bisschen was zu deinen Quellen, also die du genutzt hast, oder kann man dich dahinter fragen? Ich kann dazu was sagen, ja. Das ist in der Regel ein bisschen langweilig, aber ich versuche es einfach kurz zu halten. Finde ich aber schon spannend, weil das ist ja was nicht so offen zugänglich ist, ne? Die Verbindung von Substanzen und Tantra. Das wird sich gleich zeigen, warum. Also, ja. Ich schließe das hier mal einfach, damit es ein bisschen besser, damit es nicht so laut ist. Ich weiß nicht. Der Raum fängt halt relativ schnell an, stickig zu werden. Ich weiß schon, aber irgendwie stört mich das, wenn ich. Wir können hier hinten vielleicht so. Also, ich denke, das eine reicht noch. Ja, ich war gestern hier auch 3 Stunden gesessen, also, es ist mir klar. So, Nina, ist jetzt der Klaus fertig oder redet der noch? Der ist fertig, ja. Okay, das heißt so, allmählich können wir dann beginnen, ne? Ups, genau. Wir schauen mal, kommt noch jemand drüber gerutscht oder nicht? Könnte. Also vereinzelt Teufel noch 2, 3 Leute. Wir fangen mal in 2 Minuten an.
Okay. Ich glaube, wir können die Tür jetzt schließen. Können ja noch Leute reinkommen so. Vielleicht lehnst du sie an, das ist vielleicht besser, dass es nicht die ganze Zeit diese Auf- und Zugeräusche gibt. Okay. Ja, schön, dass ihr da seid. Einen schönen guten Morgen. Dem Vortrag geht es um Entheogene und Tantra, also speziell das traditionelle Tantra. Ich stelle mich mal vor. Ich bin Silvio Wirth. Ich bin Tantra-Lehrer. Habe mit diesem westlichen Tantra, das man gemeinhin auch Neo-Tantra nennt, angefangen. Mich im Laufe der Jahre, jetzt mache ich diese Arbeit seit 14, 15 Jahren, mich auch immer mehr diesen klassischen Quellen des Tantra, also der tatsächlichen spirituellen, traditionellen Tantra zugewandt und darin tiefere Einsichten gewonnen, mehrere von diesen Linien auch ein Stück weit kennengelernt, bin auch Yoga-Lehrer mit bestimmten Yoga-Praktiken unterwegs. Ansonsten als Diplompsychologe, also auch mit dieser westlichen Forschung ein bisschen vertraut. Und für mich hat sich herauskristallisiert ein Anliegen, dass das traditionelle Tantra und Yoga mit dem westlichen, zeitgenössischen Tantra ein Stück weit mehr zu verknüpfen und daraus einen Weg zu designen, der für die heutige Zeit besonders effektiv und geeignet ist und auf den heutigen Menschen angepasst, und habe das verknüpft, also mit dem Hintergrund der integralen Theorie von Ken Wilber. Das nennt sich dann halt integrales Tantra, und zusammen mit meiner Frau, mit der Mara, die hier sitzt, bieten wir das in Seminaren und Workshops an. Secretoftantra.de ist unsere Adresse. Und wir machen halt Seminare, Ausbildungen und speziell auch Arbeit mit Fortgeschrittenen, die tiefer diesen Weg kennenlernen und gehen wollen. Ja, also das heißt, ich bin jetzt eigentlich in erster Reihe Praktiker, habe aber auch ein Stück weit einen Hang zum Gelehrtentum und zu der Theorie mit Indologie mich ein bisschen beschäftigt. Und ich habe halt das auch in diesem Buch hier, Integrales Tantra heißt das, kann man bei mir auch für 20 Euro erwerben, habe ich ein paar dabei, falls das jemanden besonders interessiert. Da steht das dann halt erstmal ziemlich genau drin, was ich unter Tantra verstehe, den ganzen tantrischen Weg, und auch das integrale Tantra, also diese Skizze für die heutige Zeit. Und speziell für diesen Vortrag, wo der Joe mich dann, den ich persönlich kenne, mich eingeladen hat, doch mal so diesen tantrischen, südasiatischen Blick auf Entheogene ein bisschen zu designen, habe ich mich jetzt halt mit einigen Quellen beschäftigt und versucht, dass so eine Forschungsarbeit ein bisschen auch wie so Ausgrabungsarbeit ist es dann, wie die es eigentlich gehandhabt haben mit Entheogenen. Denn in der heutigen Neo-Tantra-Szene gibt es teilweise auch so ein bisschen so was Cleanes, so wir nehmen überhaupt gar nichts, und das Einzige, was wir so an Methoden nehmen, das ist einfach so die Körperenergie und natürliche Stimulantien, die halt teilweise auch über Erotik und Sexualität, aber auch durch Meditation und so weiter dazukommen. Ich habe dann aber festgestellt, bei dem Studium der Tantra-Tradition,
dass das traditionelle Tantra, das ja, wie man rausfinden kann, auch sehr stark schamanische Ursprünge und Wurzeln hat, dass die da eigentlich überhaupt nicht zimperlich waren und teilweise unter dem Siegel der Verschwiegenheit und Geheimhaltung, was kennzeichnend für diese tantrischen Traditionen ist, auch wohl einiges an Substanzen gegeben haben, um die Prozesse irgendwie zu beschleunigen. Und über diese Forschung, da haben, glaube ich, noch wenig Leute wirklich dezidiert drüber geforscht. Das werde ich jetzt mal hier so ein klein bisschen vorstellen. Das ist jetzt nicht wirklich tiefschürfend, das ist auch nicht abgeschlossen, aber so ein paar Zwischenergebnisse würde ich dann mal hier nennen. So, als erstes ist ja dann schon die Frage, was Tantra eigentlich ist, speziell was diese tantrische Tradition ist. Seine Ursprünge hat Tantra auf jeden Fall in Indien und hat sich von dort aber auch im südasiatischen Raum, also teilweise bis Indonesien, bis Tibet, ausgebreitet. Es gab so eine tantrische Blütezeit, die ist ungefähr so zwischen dem 6. und 13. Jahrhundert nach Christus, also unsere Zeitrechnung. Das war so die Blütezeit der tantrischen Tradition, wo das sich wie so eine Art Mode auf die dortigen, sowohl im Hinduismus als auch im Buddhismus, was die beiden Hauptreligionen zu der damaligen Zeit waren, also fast wie so eine andere Quelle, die sich dann vermischt hat mit diesen Traditionen und mit den Philosophien. Und dann aber nach und nach wieder abgeflacht und teilweise ausgestorben ist, der hinduistische Tantra. Zügig des buddhistischen Tantra wurde das dann halt mit dem tibetischen Mönchstum vermischt und bildet aber so den esoterischen Kern des tibetischen Buddhismus. Interessant, dass so Tantra und so eine monastische Klostertradition überhaupt zusammengeht, aber tatsächlich ist dieses Kunststück im tibetischen Buddhismus weitestgehend gelungen. Und die haben dann halt auch eine sehr genaue Tradition, wo sie diese alten Lehren ziemlich genau konservieren. Die werden aber halt auch nur unter strengster Geheimhaltung besonders geeigneten Schülern offenbart. Also wenn man heute über Tantra forschen will, kann man bei den Buddhisten möglicherweise genauere Informationen über diese Traditionen kriegen als bei den Hindus, wo sich das alles sehr vermischt hat und teilweise sehr viel mit Volksfrömmigkeit, auch mit klassischen hinduistischen Elementen so verquickt hat, dass man es gar nicht mehr so richtig ganz auseinander dividieren kann, was da wirklich mit gemeint ist. Obwohl ich auch Hindu-Tantra-Lehrer hatte und da auch versucht habe, dem Ganzen ein bisschen auf den Grund zu gehen. Von seinem Wort her bedeutet Tantra sowas wie Gewebe oder Textur oder auch Webstuhl. Und also aus den beiden Wortstammen, das eine heißt Spannen und Ausdehnen, Tanoti, und das andere Trayati, Befreiung. Also die Befreiung durch die Ausdehnung oder das Gewebe. Es ist eine andere Deutung davon, also dieses Wissen darüber, dass alles mit allem verknüpft ist. Überhaupt, wenn ich jetzt das vorstellen werde, was die Aspekte des Tantra sind, werden vielleicht die Psychonauten unter euch das eine oder andere wiederfinden an der inneren Qualität der Erfahrung. Und daraus wird sich ziemlich schnell ergeben, dass das gar nicht so anders ist. Ja. Es gibt jetzt hier eine Definition, die ist von einem gewissen André Padoux, das ist ein französischer Indologe, der hat das ganz schön definiert. Tantra ist ein Streben, das Verlangen in den Dienst der Befreiung zu stellen. Also überhaupt das Verlangen, das Begehren, sei das jetzt nach einem guten Essen, sei das nach Sex, nach der Frau. Es hatte tatsächlich in der Tradition, hat man sich da eher an die männlichen Streben gewandt. Das alles in den Dienst der Befreiung zu stellen. Also diese Energie, die halt dem Menschen so inhärent und gegeben ist, dass man sich halt einfach Dinge wünscht. Wenn man es schafft, diese sehr starke Motivation in den Dienst der spirituellen Befreiung zu stellen, dass dann ein erheblicher Schub sich dahinter setzt. Also gewissermaßen von seiner Charakteristik her ein nicht asketischer Weg. Alle Aspekte des Weltlichen und das Verlangen werden genutzt, um weltliche und geistige Freuden und Kräfte einerseits und die Befreiung in diesem Leben andererseits zu erreichen. Also die nehmen sozusagen alles auf der einen Seite, die Erleuchtung auf der anderen Seite, auch weltliche und geistige Freude und magische Kräfte.
Und das halt durch einen ganz bestimmten Prozess der Einweihung und von bestimmten Praxiselementen. Also Tantra ist auf jeden Fall Praxis. Das sagen eigentlich alle Tantra-Experten. Über Tantra zu philosophieren oder tantrische Bücher zu lesen, ist noch kein Tantra. Also es ist ein bisschen ähnlich wie mit Yoga, wo ja auch, ich habe viele Yoga-Bücher gelesen oder ich habe einen Film gesehen über Yoga. Damit, das macht einen noch nicht zum Yogi. Mit den Tantrikern ist das fast noch ein bisschen stärker. Also nichts macht dich zum Tantriker, wenn du hier in einem Vortrag sitzt und darüber hörst. Da bist du vielleicht tantrisch informiert, aber dich auf den Weg zu machen und bestimmte Meditation, Übungen, Rituale täglich zu machen und eine bestimmte andere Set von Ritualen in einer gewissen, in einer gewissen Zeitabfolge, einmal oder zweimal im Monat, das sind so die beiden Säulen der tantrischen Tradition, also sowohl tägliche Praxis als auch eine Zusammenkunft der, wie die Buddhisten sagen würden, der Sangha oder wie die Hindus sagen würden, der Kula, also der tantrischen Gemeinschaft. Ja, ich habe jetzt sehr viel gelesen im Zuge dieser Recherche an dem Buch und versucht festzustellen, was sind denn eigentlich die Aspekte, die so das Tantra oder die tantrische Tradition oder den tantrischen Weg tatsächlich ausmachen. Habe dann mich auf 7 fokussiert. Die werde ich jetzt einfach auch mal so aufschreiben und ein klein bisschen was dazu sagen. Der erste ist ein experimenteller Zugang. Mit anderen Worten, keine Spekulationen, nicht zu viel philosophieren. Die ganze tantrische Tradition steckt voller Meister und Adepten und Dakinis, die sich lustig machen über die Philosophen und über die Mindfucker und die Leute, die zu viel denken. Der Tantriker ist im Gegensatz dazu ein Praktiker, der sich selbst als Bühne eines psychospirituellen Experiments quasi ansieht und da halt auch vergleichsweise radikal ist. Also es geht weniger um Dogmatismus, philosophische Spekulation, berufen auf Autoritäten oder so, sondern da geht es tatsächlich eher darum, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, das zweite ist das magische Universum. Also relativ klar eine Sichtweise, eine Landkarte der Welt, die voller magischer Analogien ist und typischerweise für die tantrischen Philosophien ist die Auffassung, der Mensch ist eine Art Mikrokosmos. Innerhalb dieses Mikrokosmoses, da spielen sich die gleichen Gesetze und Ideen ab, wie im Großen, im Makrokosmos, also so wie im Großen, wie im Kleinen. Das heißt, wenn du dich selbst wirklich gut kennst, wenn du diese inneren feinstofflichen Vorgänge in dir wirklich verstehst, dann hast du auch die Grundprinzipien des Funktionierens des Makrokosmos irgendwo verstanden. Und entsprechend deswegen auch ein großes Interesse an Ritualen, an Symbolmagie, an Alchemie, an experimentellen Methoden und so weiter, die sich eigentlich alle an dieser Schnittstelle so ein bisschen aufhalten. Was jetzt vielleicht auch Leuten, die psychonautische Einsichten haben, auch nochmal einen anderen Zugang quasi dazu ergibt. Für Tantriker wäre das dann quasi auch spirituelle Verwirklichung, zeigt sich auch in einer Anzahl von sogenannten Siddhis. Siddhis sind halt gewissermaßen okkulte Kräfte. Also Hellsichtigkeit oder Hellfühligkeit, das Gefühl, an der richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, also gewissermaßen gerade dann aus dem Raum rausgehen, wenn ein Erdbeben kommt und solche Dinge. Also deswegen sind die Tantriker eigentlich in Indien, wenn du nach Indien gehst oder nach Nepal und da über Tantriker sprichst, dann weichen die Leute so ein bisschen zurück, weil das für die mit Zauberei zu tun hat. Und eigentlich Menschen, die relativ mächtig sind und mit denen man sich lieber nicht so anlegt. Also das ist eigentlich dort die klassische Definition von Tantra, während es ja hier im Westen auch ein bisschen zu sehr im Zusammenhang mit Sexualität genannt wird. Weil in der Tantra-Tradition hat Sex zwar eine Rolle und wir werden sehen auch eine relativ zentrale Rolle, wenn man da wirklich tief eintaucht in die Studien. Aber am Anfang, wenn man sich da erstmal mit beschäftigt, mit der Tradition, dann sagen wir alle, oh, Sex gibt es bei uns gar nicht. Also es ist gewissermaßen erst eine Art Einweihungswissen. Für Fortgeschrittene ist das gedacht in der Tantra-Tradition.
womit wir auch schon beim Punkt 3 wären, Geheimwissen. Und das Guru-Prinzip. Also das traditionelle Tantra bezieht sich halt auf immer auf bestimmte Schriften. Also eine tantrische Einweihung bezieht sich immer auf so eine bestimmte Schrift. Und diese Schriften sind selten übersetzt. In letzter Zeit haben die Indologen die Tantra so ein bisschen mehr entdeckt und werden sowohl hinduistische als auch buddhistische Tantra mehr ins Englische übersetzt. Teilweise auch sehr gute Übersetzungen. Die Urtexte sind so gut wie alle in Sanskrit, also in dieser traditionellen indischen Sprache. Und wenn man sich da nicht auskennt und quasi überhaupt nicht eingeweiht ist, dann liest du das und es liest sich vielleicht so ein bisschen wie so mittelalterliche, alchemistische Abhandlungen hier bei uns so. Also Paracelsus wäre noch vergleichsweise klar verständlich, also einfach mal so als Analogie. Also du liest teilweise seitenlang und verstehst erstmal gar nichts, weil die nämlich ganz bewusst in so einer Sprache geschrieben sind, die sich halt nur dem offenbart, der ein Stück weit auch die Dekodierungswerkzeuge besitzt. Und die werden halt eher von einem Lehrer innerhalb einer bestimmten Linie, wie man so schön sagt, von Mund zu Ohr gesagt. Das sind teilweise wirklich sehr, sehr gute und tiefe Lehren, die aber sich quasi selbst schützen, dass sie dem Uneingeweihten halt quasi so gar nicht zugänglich sind. Deswegen, das ist einer der Gründe, ich weiß nicht, da kam das schon mal, warum zum Beispiel auch über Entheogene im Tantra nicht ganz so viel bekannt ist, weil das sich halt auch zu den eher so etwas geheim gehaltenen Praktiken beruft. Also es ist nicht unbedingt ein Volksglaube, der sich irgendwie an alle wendet, sondern das ist ein Stück weit eher innerhalb von einer größeren Tradition so der Geheimorden, der es wirklich wissen will. Also die Idee ist schon Befreiung in diesem Leben. Ein schneller Weg, der aber auch ein bisschen drastisch und vielleicht auch ein bisschen gefährlicher ist als solche Wege, wo man zum Beispiel nur durch ganz ausgedehnte Meditation versucht, seinen Geist zu beruhigen oder ähnliches. Sondern Wege, wo es auch darum geht, das werde ich jetzt gleich sagen, den feinstofflichen Körper also das ist diesen ganzen Systemen vertraut, ist diese Vorstellung oder dieses Konzept, diese Idee, oder das lebt halt quasi da auch, das ist halt nicht nur ein Konzept, aber es ist halt erstmal ein Modell, dass wir halt jetzt außer unserem grobstofflichen Körper mit Muskeln, Sehnen und Haste nicht gesehen, halt auch einen feinstofflichen Körper haben. Das ist vielleicht auch das bekannteste Konzept aus der tantrischen Tradition, das in die heutige Welt so reingewandert ist, ist das mit den 7 Chakras. Ne? Und die Nadis, also Energiekanäle, die vielleicht vergleichbar sind mit den bekannten chinesischen Meridianen, also gewissermaßen analog. Nadis, Chakras und Prana, also Lebensenergie, die darin zirkuliert und die dann einfach verschiedene Phasenzustände haben kann. Und das ist dasselbe Konzept wie auch im Hatha-Yoga. Der Hatha-Yoga, der heute ja so allgemein verbreitet ist, ist de facto ein Derivat aus der tantrischen Tradition. Also es ist nicht so, dass Tantra innerhalb des Yoga entstanden ist, sondern eher Yoga als ein Aspekt des Tantra, der sich dann aber wesentlich erfolgreicher gezeigt hat, weil er halt nicht so anstößig war. Ein Tantra-Aspekt, der quasi die Sexualität, naja, am Anfang eigentlich nicht. Wenn du alte Hatha-yogische Schriften liest, sind da ganz, ganz klare Vorstellungen, wie man spirituelle Sexualität lebt, teilweise die allerklarsten. Das hat sich erst im Gefolge von so einer Reformbewegung, die auch so mit dem englischen Viktorianismus zu tun hat, hat sich der Sex völlig aus dem Hatha-Yoga rausgestohlen. Die Inder waren früher gar nicht so prüde. Jetzt kommt in Indien natürlich so zwei Brüderien zusammen. Das eine so die alte hinduistische, was auch oft, also außer den Tantras, auch so eine weltabgewandte Seite hat. Und dann noch so was richtig Prüdes aus dem viktorianischen England. Und das hat jetzt in Indien quasi so eine Mischung gehabt, sodass das Geburtsland des Tantra und des Kamasutra heutzutage eins der prüdesten und frauenfeindlichsten Länder der Welt ist. Das ist eigentlich ein richtiger Hohn. Gut. Noch drei. Eine positive Einstellung zu Körper, Weltlichkeit und Sexualität.
So, in verschiedenen tantrischen Schriften findest du immer wieder so Einstellungen zum menschlichen Körper. Er soll gepflegt, gestärkt und gemeistert werden. Also, dass der Körper eine Aufgabe ist und die Energie, die da drin steckt, wäre gewissermaßen zu destillieren. Und ganz viele solche Belehrungen tantrischen Ursprungs beginnen mit, was das für eine unglaubliche Chance und Möglichkeit ist, dass wir diesen Körper haben. Also, dass zum Beispiel Götter, die einen feinstofflichen Körper haben, aber nicht diesen grobstofflichen, die können die Erleuchtung nicht erfahren, weil ihnen halt die spezifischen Essenzen fehlen, die hier im grobstofflichen Körper drin sind. Und was für ein wahnsinniges Glück man hat, also in den buddhistischen Tantras wäre das ein Klassiker. Das ist eine Chance, wie aus einer vollen Wagenladung eine Erbse zu finden, dass man so einen Körper bekommt. Und man kann das jetzt natürlich vergeuden in diesem Leben und einfach so weltlich daherleben, irgendwie immer nur dem nächsten Glück und dem Geld hinterherrennen und in Beziehungen, in Rang und Macht und Status und Reichtum und sowas versuchen, dem hinterherzurennen, obwohl man weiß, es wird einem sowieso alles in ein paar Jahren dann doch wieder irgendwie entzogen werden, spätestens durch den Tod. Oder man kann diese Chance nutzen, um sich wirklich ernsthaft an die Praxis zu machen. Also das ist eigentlich so eine klassische Vorrede, die es halt in vielen tantrischen Belehrungen gibt. Dass wir gewissermaßen eine 1A-Chance haben, der 6er im Lotto ist schon da gewesen, jetzt muss er nur noch eingelöst werden. Interessante Sichtweise, ne? Und sexuelle Energie ist für die Tantriker eine wichtige Grundsubstanz. Also es ist nicht an sich schon mal ein hoher Wert, sondern es ist quasi wie Erdöl. Und aus dem musst du dann halt so das Feinbenzin herausdestillieren. Das macht dann halt die Praxis. Also du hast gewissermaßen Tonnen von Rohöl und hast quasi auch die Werkzeuge zur Verfügung, wenn du da die Initiation hast, um daraus wirklich, sagen wir mal, die Liebe, ne? herauszudestillieren oder noch feinere Liebe und so ganz, ja, aber das passiert halt einfach auch nicht unbedingt von selber. Oder wenn es mal von selber passiert, ist das halt ein glücklicher Zufall, der aber sehr schnell wieder weg ist, ne? Wie alle von uns das vielleicht kennen, die sich besonders verliebt haben und dann ist wieder irgendetwas im Außen passiert und hin und her und dann wurde das wieder unglücklich und dann wurde es wieder glücklich und beim Tantra geht es schon darum, wie gebe ich dem einfach eine dauerhafte Basis, die nicht einfach durch äußere Umstände halt irgendwie hin und her gelenkt wird, sondern wie werde ich da mehr so der Meister dieser Essenzen. So ist es vielleicht zu verstehen. Ja, und dann wären wir jetzt bei der Nicht-Dualität, was ja zum Glück schon einige meiner Vorredner hier auf diesem Kongress sich bemüht haben, das ein Stück weit verständlich zu machen und zu erklären und was vielleicht einigen hier im Publikum auch schon durch persönliche Erfahrung auf die eine oder andere Weise, dass ihr da so ein Zipfel davon erhaschen konntet. Also für die Tantriker gibt es halt eher so diese Beschreibung, dass sowohl Materie als auch der Geist sind beides Manifestationen einer höheren Wirklichkeit. Jetzt je nachdem, im Hinduismus wäre das Gott, Brahman oder Shiva. Im Buddhismus ist es eher so etwas wie die Leerheit, Voidness, Emptiness, Shunyata. Was zwei Aspekte vielleicht sind, die beide verschiedene Sichtweisen auf das Nicht-Duale sind. Also das Spirituelle ist auf jeden Fall nicht in irgendeiner jenseitigen Sphäre. Es ist nicht irgendwo anders, sondern es ist genau hier und jetzt da. Ne? Es liegt halt nur drauf, es kommt nur darauf an, dass wir das halt wahrnehmen. Dass wir das mitkriegen, diese Dasheit, dieses Sein und das gewissermaßen gelernt haben, so zu reiten. Und das durchdringt gewissermaßen alles, so wie das Wasser den Lebensraum der Fische durchdringt, ohne dass uns das ganz gewahr ist. Und das ist gewissermaßen die Verwirklichung, die die Tantriker anstreben. Es ist eine Verwirklichung, die sich dann im Hier und Jetzt manifestiert und die sich zum Beispiel mit einem geschäftlichen Erfolg, also viele Tantra-Meister sind dann erfolgreiche Kaufleute, Teppichhändler, vergleichsweise also auch Leute, die es halt im weltlichen Leben zu etwas gebracht haben. Das ist für die Tantriker fast so ein bisschen ein Beweis, dass er es irgendwo gekriegt hat, dass auf einer gewissen Weise halt auch dieses Leben hier im Weltlichen irgendwie in der Lage ist zu spielen, ohne dran anzuhaften. Er kann dann einfach in 2 Wochen ins Himalaya gehen und dort irgendwie 5 Jahre in einer Höhle leben, dann kommt er zurück und baut sich wieder sein Business auf. Das wäre so ein Stück weit die Idee des Siddha, des tantrischen Verwirklichten.
kann als König leben, dort super Gewänder tragen, haftet aber nicht dran an, kann jederzeit diese Gewänder ausziehen und als nackter Asket weiterziehen. Und schließlich, es gibt aber nicht nur diese Nicht-Dualität, sondern auch eine Polarität, die sich durch diese Welt zieht. Also das Absolute ist zwar einerseits ungeteilt, wird aber oft als göttliche Polarität erfahren, als Vereinigung von der männlichen und der weiblichen Gottheit. Im Tantra speziell als Shiva und Shakti. Shiva wäre das Bewusstsein, das, was aus dir rausguckt. Shakti ist alles, was du anguckst und was irgendwie hier so zu sehen, zu greifen ist und auch die Energie. Und diese beiden Aspekte der Wirklichkeit, die immer wieder da sind, als ungeteilt zu erfahren. Also ein Stück weit ist das so die Tiefenverwirklichung darin. Ja. Ist also dem einen oder anderen vielleicht aus seiner Praxis so Aspekte davon auch vertraut? Eines der Ziele des Tantra ist das Erreichen eines solchen Zustandes. Der Religionswissenschaftler Mircea Eliade spricht da auch von Enstase statt Ekstase. Jetzt gab es ja irgendeinen hier, der einen Vortrag machen sollte, Enstase versus Ekstase, der ist jetzt nicht hier. Also Ekstase ist eher ein Heraustreten, heißt ja glaube ich hervor und heraustreten. Enstase ist eigentlich eher so ein innerer euphorischer Zustand, der sich so wie Seligkeit und Wahrheit anfühlt und der von innen etwas stiller ist und nicht vorübergehend, sondern dauerhaft. Man kann das vergleichen auch mit indischen Begriffen wie Moksha oder Samadhi. Und das bedeutet, in Einheit mit der Welt zu sein und sich als das zu begreifen. Und die Enstase ist jetzt eher... Das ist die Enstase. Ja, eher das Ziel ist eher Enstase als Ekstase. Also Tantra, wenn das jetzt begriffen wird als sexuelle Ekstase und da immer wieder hineinzugehen und dann ist man wieder normal und so, das ist eigentlich nicht das, was die wirklich wollten, diese tantrischen Traditionellen. Also auch die Sexualität ist dann nur ein Hilfsmittel. Die nutzen halt quasi so ziemlich alle Hilfsmittel, die ihnen zur Verfügung stehen, um in diesen enstatischen Zustand quasi zu erzeugen und zu stabilisieren. Und da gibt es ja auch Analogien zu Drogenerfahrungen, jetzt mit dem Unterschied, dass die Drogenerfahrungen halt, wie soll man sagen, vorübergehend sind. Also es wird schon beschrieben, teilweise sogar von modernen Indern, die sich mit Tantra beschäftigen, dass der Zustand sehr vergleichbar ist mit sowas, was du zum Beispiel auf LSD oder so erfahren kannst. Bloß, dass der halt vorübergehend ist, also diese LSD-Enstase ist halt vorübergehend. Die tantrische Enstase oder die yogische Enstase, die überdauert halt mehr. Die Frage ist jetzt, ob bestimmte Substanzen auf so einem Weg auch als Zwischengabe tatsächlich sinnvoll sind, um den Schüler gewissermaßen auf dem Weg weiterzuführen. Und ich werde jetzt versuchen zu belegen, dass genau das auch geschehen ist. Also, dass es bei Tantra nicht nur um Sexualität geht, also Sex wird auch quasi im Tantra nie als Selbstzweck eingesetzt, sondern auch als Methode. Also sowohl Sex als auch die Liebesgefühle, im Verliebtsein in einen Partner, alles kein Selbstzweck. Es geht nicht um Beziehung, es geht nicht um irgendwie eine bessere Zweierbeziehung zu haben, es geht nicht darum, möglichst viele Sexualpartner zu haben, es geht nicht darum, möglichst attraktiv zu sein und möglichst viele anzuziehen, sondern das wird alles gesehen als ein Zwischenstadium. Es geht um diese Art von Enstase und mit diesem Gefühl, also letztlich um Erleuchtung, so in der Welt zu sein. Darum geht es viel mehr. Genau. Ich wollte gerade mit Tantra so langsam aufhören, weil das natürlich auch die Zeit einem davonläuft. Da könnte man viel reden, aber wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr es wirklich interessiert, in dem Buch habe ich da ziemlich viel zu geschrieben. Es gibt ja heutzutage, ist es recht bekannt, man sagt weißes Tantra, rotes Tantra, schwarzes Tantra.
historisch konnte ich diese Unterscheidung ungefähr bis in die 50er oder 60er Jahre nachvollziehen. Ich glaube, das stammt von Yogi Bhajan, von diesem Sikh-Yogi, der vor allem sein eigenes weißes Tantra dadurch versucht hat zu propagieren. Ist also unhistorisch. Was es gibt und was es ungefähr seit dem 10. Jahrhundert so als Unterscheidung da ist, linkshändiges und rechtshändiges Tantra. Könnte man mit weißem versus rotem Tantra irgendwo beschreiben. Ich weiß nicht, wer kennt sich, wer war schon in Indien? Ihr wisst, was da mit der linken Hand und mit der rechten Hand, wie die so gelabelt sind da. Ne? Das ist die reine Hand und das ist die unreine Hand. Hat ja auch sehr praktische Aspekte, das habe ich auch gemerkt, als ich im Winter in Indien war, dass es sehr gut ist, in so einem nicht gerade allzu hygienischen Umfeld, wenn du eine Hand für alle unreinen Sachen benutzt und die andere zum Beispiel zum Essen oder so, das ist eigentlich wirklich auch schlau und nicht ganz unpraktisch. Also verschiedene traditionelle, nicht-tantrische Gelehrte haben gesagt, das, was die Tantriker machen, das ist doch linkshändig. Ja? Die Tantriker haben das gehört und haben versucht dann daraus so, vielleicht parallel wie das bei uns so mit, schwul war ja ursprünglich auch eher so ein verachtendes Wort, dann haben die Schwulen daraus halt einen stolzen Begriff gemacht. Oder wie das jetzt in Amerika so, der Begriff Nigger ist in der Subkultur jetzt plötzlich ein Markenzeichen geworden, ne? Also dass das richtig ein cooler Typ ist. Ähnlich haben die dann halt, ja, wir sind die Linkshändigen. Also wir sind die gewissermaßen uns am Rand der Gesellschaft bewegen und dann haben sich auch so ein paar Traditionen, die auch wir in unseren Ritualen pflegen, herausgebildet. Wir essen mit der linken Hand was für die Inder schon irgendwo ein Tabubruch darstellt, dass man nicht mit rechts, sondern mit links isst und trinkt und so weiter. Also das hängt damit zusammen, dass man sich gewissermaßen von den Konventionen der Gesellschaft verabschiedet hat. Später hat sich dann aber im Zuge der Wiederanpassung an den Hinduismus, und ein Teil davon ist der Hatha-Yoga, wie du das jetzt sehr korrekt auch erwähnt hast, eine Form ausgebildet, die sich der rechtshändige Tantra nennt, und der verzichtet auf Alkohol, der verzichtet auf Sexualität, der verzichtet auf Dinge, die im Widerspruch zu den traditionellen Konventionen steht. Das ist aber historisch der jüngere Teil, das ist der rechtshändige Tantra. Den Mann, der allerdings auch durchaus eine sehr starke Arbeit ist. Meistens funktioniert das mit sexueller Askese, was aber trotzdem hier sehr viel Energie sammelt, weil man gar keinen Sex hat. Dann entsteht jede Menge sexuelle Energie und die kann man dann mit bestimmten Atmungsweisen versuchen, in den feinstofflichen Körper, in die Wirbelsäule zu überführen. Machen die linkshändigen Tantriker auch, aber die rechtshändigen machen das mehr und fokussierter. Und mit sexueller Askese, sexuelle Vereinigung mit einer Partnerin wird eher vorgestellt und imaginiert, ist aber deswegen trotzdem wirkungsvoll. Also ich befinde mich mit meiner eigenen Praxis so irgendwie so in der Mitte zwischen linkshändigen und rechtshändigen Weg. Das entspricht auch dem weißen und dem roten Tantra. Und das schwarze Tantra wurde noch zusammengefasst, eine tantrische Praxis, die halt eher sehr stark diese magischen Einflüsse hat. Also es gibt in allen möglichen Tantras auch immer wieder das ist ganz interessant in diesen Schriften, also nebst ganz sublimen spirituellen Texten, die wirklich ganz feinsinnig und wunderschön sind, und direkt im nächsten Kapitel kommt dann halt irgendetwas, um feindliche Armeen zu zerstören und die Liebe einer jungen Frau zu gewinnen und sowas, also ganz krasse magische Breviere mit diesem Mantra, das musst du 100-mal sagen, danach zerschlägst du eine Nuss und bindest das Mantra dort hinein, dann führst du die Nuss zusammen, tust Kudung drauf, dann zündest du alles an, den Staub isst du dann auf. Also das sind wirklich ganz interessante Experimente, die ich nur in den allerseltensten Fällen bisher tatsächlich versucht habe zu replizieren. Aber ist vielleicht durchaus für den Hardcore-Praktiker mal zu empfehlen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Fragen stellen sollen, aber du wolltest ja noch auf die Mittel... Jetzt würde ich dazu kommen, ja. Das, je weniger Fragen ihr stellt, desto schneller geht es durch und dann kann man am Ende die alle stellen. Zu dem linkshändigen Tantra gibt es einfach ein zentrales Ritual. Das ist eigentlich in fast allen hinduistischen Tantras erwähnt, implizit auch in dem buddhistischen. Das zentrale Ritual ist die Praxis der 5 M's. Habt ihr vielleicht schon drüber gehört? Das sind also gewissermaßen 5 Worte oder 5 Substanzen, die alle mit dem Buchstaben M beginnen. Und die ganzen tantrischen Texte
loben entweder die fünf M's als das zentrale und höchste Ritual oder sie verdammen es im Bausch und Bogen. Aber es gibt mal kaum einen Text, der sich nicht mit den fünf M's in irgendeiner Weise beschäftigt. Das sind fünf Dinge, die alle im Sanskrit mit dem Wort M beginnen. Also Madhya, der Wein, Mamsa, das Fleisch, Matsya, der Fisch, Mudra, das weiß man nicht ganz genau, was es ist, wahrscheinlich geröstetes Getreide, und Maituna, das ist der Geschlechtsverkehr. Also das ist ein ganz langes Ritual, wo dann irgendwann im Zentrum dieses Rituals diese fünf Substanzen, heißt es dann immer so schön, oder diese fünf Makaras, die fünf M-Worte verabreicht werden. Und da kommt ja schon ein Stück weit so diese entheogenen Substanzen. Also Wein und Alkohol wird überhaupt in den Tantras in der Regel sehr positiv gesehen und gefeiert. Und teilweise in eingeweihten Kreisen, wie ich mich teilweise auch schon selbst vergewissern konnte und auch selbst schon an Ritualen dabei war, mitunter in erheblichen Mengen getrunken. Die Idee ist aber nicht, davon betrunken zu werden, sondern wie schaffe ich das, eine geistige Grundhaltung zu haben, dass ich viel von dieser Substanz zu mir nehmen kann und dabei aber immer berauschter, aber in einem Sinne einer intelligenten Berauschtheit, einer höheren Zentriertheit und einer höheren Offenheit für die Belehrungen. Und ob der Wein tatsächlich aus Trauben gemacht ist, dazu gibt es einige Untersuchungen und Beschreibungen, die das nahelegen, dass das höchstwahrscheinlich ein Mix aus verschiedenen Beeren und so weiter ist, die ja möglicherweise auch eine etwas andere Wirkung haben. Also schon eine alkoholische Wirkung, aber jetzt nicht so speziell spezifisch dieser Traubenwein. Fleisch und Fisch, ja, das hat alles seine tiefere spirituelle Bedeutung. Also Wein steht für das Element Luft, Fleisch für das Element Feuer, Fisch für das Element Wasser, Getreide für das Element Erde. Also dass gewissermaßen diese Substanzen, diese Aggregate geopfert werden an die Gottheit. Und das ist gewissermaßen eine Art Selbstopfer. Also das ist so ein Stück weit, kann ich jetzt nicht so lange darauf eingehen, aber das ist der spirituelle, esoterische Kontext. Und der Geschlechtsverkehr Maituna ist dann das Element Raum oder Äther. In dem Zusammenhang. Und in diesen Ritualen ist das erwiesen. Und da habe ich jetzt Quellen, also die wichtigsten Tantra-Forscher, die wichtigsten Indologen, die darüber geforscht haben und selber auch Praktiker, Gurus, also zum Beispiel Mircea Eliade, Agehananda Bharati, Georg Feuerstein, Swami Satyananda Sarasvati, also alles Leute, was man halt zum Beispiel nachlesen kann, die haben alle beschrieben, dass in den traditionellen tantrischen Ritualen eine Stunde bevor es diese Ritualsubstanzen gibt, wird THC, also Bang in der Regel, zu sich genommen. Also Hanfprodukte in der Regel süß, als süßer Sirup oder halt als Banglassi oder so wird das getrunken. Und die Idee ist schon, die Adepten ein Stück weit vorzubereiten, innerlich weiter aufzumachen. Ist ja auch diese aphrodisische Wirkung drin und es wird eine Stunde vorher gegeben, was ja wahrscheinlich den Konsumenten auch klar ist, warum, weil das dann halt ungefähr eine Stunde braucht, bis das wirklich am Höhepunkt der Wirkung ist. Und das scheint dann halt auch, wie das vielleicht auch einige kennen, ein bisschen zu enthemmen. Und weil wahrscheinlich die Inder damals im 11. Jahrhundert vielleicht auch ein bisschen Angst hatten und etwas prüde waren, hat das halt da so seine Wirkung entfaltet, zusammen mit den anderen Substanzen, die dann halt kurzfristiger gegeben wurden. Ja. Ich werde jetzt mal zu den einzelnen Substanzen etwas sagen, die man da nachweisen konnte und welche Rolle die in der tantrischen Tradition spielten. Also insgesamt sind im Zusammenhang mit Tantra und verwandten Traditionen sicherlich eine zweistellige Zahl von Substanzen genannt worden. Das meiste, was ich da weiß, verdanke ich der Feldstudie von dem Christian Rätsch, der in Nepal geforscht hat über Schamanismus und Tantra. Also als erstes mal den Alkohol. Und da zeigt sich, wenn man sich mit den asiatischen Kulturen beschäftigt, dass der Alkohol ein bisschen anders gelabelt ist als hier in Europa. Also gerade auch im Taoismus, im Zen
und auch im Tantra, das hat mich tatsächlich gewundert, die haben einen ziemlich positive Label von Alkohol. Also gerade die Taoisten oder die Zen-Leute, das heißt, da gibt es das Haiku, das dieser Meister verfasst hat, als er komplett betrunken war. Also war eigentlich ein Zeichen von, da war er richtig in Verbindung mit dem Kosmos. Und da kam ihm dieses Haiku und das wird heute auch noch erzählt. Und so ein bisschen ist es auch in dem nepalesisch-tibetischen Schamanismus. Und dazu kommend auch zum Tantra, während in Indien ist ja Alkohol eher so ein bisschen verpönt, hat sich dann aber in bestimmten Kreisen, eben wie in den tantrischen, dann so als, also es ist auf jeden Fall eine Ritualsubstanz, die in den linkshändigen Traditionen unbedingt dazugehört. Also wer keinen Alkohol trinken will, der wird da nicht zu den Einweihungen zugelassen. Das auch in den buddhistischen Tantras. Also zumindest in dieser bestimmten, der Anuttara Yoga Tantras, also der Tantras der höchsten, die höchsten Yoga Tantras, da wird nur der zugelassen, der auch Fleisch isst und Alkohol trinkt. Wenigstens homöopathische Mengen. Auch heute noch. Weil es halt auch ein Ausdruck von der Nicht-Dualität ist. Dass man sagt, ich bin darüber hinausgegangen zu sagen, es gibt Substanzen, die sind gut und welche, die sind schlecht. Es gibt welche, die essbar sind und welche, die nicht essbar sind. Wird aber dann auch erwartet, wenn da so ein Kügelchen dir gesetzt wird, welches in dem Urin und Kot irgendwie verarbeitet ist, dass du das auch nimmst. Also diese Idee von, ich weise irgendetwas zurück, die ist in den höheren tantrischen Initiationen also komplett verpönt. Ich sage, ich will das doch nicht oder so, dann heißt es, du willst das Leben nicht. Vielleicht gehst du erstmal noch eine Stufe tiefer wieder und machst dort ein bisschen Praxis. Das ist sehr eindeutig. Also ich habe es ja schon gesagt, beim Ritual der 5M spielt es eine dominante Rolle. Also früher konnte ich dann forschen, so die Tantras aus dem 6. und 7. Jahrhundert, da gibt es nur die 3 M's. Fleisch, Wein, Geschlechtsverkehr. Fisch und Getreide sind dann irgendwie noch später, im späteren Zeit dazugekommen, so als Additionals, weil in der ganzen indischen Mystik spielt die Zahl 5 immer so eine wichtige Rolle. Die Inder haben alles in 5er-Systeme eingeteilt. Wein spielt laut der tantrischen Tradition eine wichtige Rolle beim Erwecken der Kundalini-Energie. Also insofern, dass es angeblich eine Wirkung auf die feinstofflichen Nerven hat, auf die Nadis, im Sinne, dass er die ausweitet. Ganz andere Belehrungen bekommen habe ich von meinen tantrischen Lamas gekriegt in Bezug auf Nikotin. Ist unbedingt zu vermeiden, weil es die Nadis verengt. Wein hingegen macht weit, Nikotin verengt sie. Also tatsächlich so die einzige Substanz, die einen richtigen Ban hat in der tantrischen Tradition, was ich immer wieder höre, da gibt es alle möglichen Belehrungen oder extra Texte, die nur dazu verfasst sind, das im Bausch und Bogen zu verdammen, dass man Zigaretten raucht, also Nikotin. Interessant, aber meine persönliche Erfahrung als Ex-Raucher ist das auch, dass meine Fähigkeit, meinen feinstofflichen Körper wahrzunehmen, sich deutlich gesteigert hat, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Aber das möchte ich keinem, also es ist auch wichtig, keine Autoritäten da im Tantra irgendwie, diesen Autoritätenglauben nicht blind anzunehmen, sondern das immer kritisch für sich selber experimentell zu überprüfen. Das gehört genauso dazu. Also ich kenne ein paar Tantriker, die trinken in gemäßigten Mengen Kaffee. Ich glaube, dass es auch Aussagen gibt, wenn du richtig intensives Kundalini-Yoga machst, dass dann kurz vorher eine Tasse starken Kaffee durchaus steigernd ist. Da gibt es immer wieder viele Lehrmeinungen. Also das Ziel bei dem Alkohol ist halt nicht Trunkenheit, sondern eine gesteigerte Wahrnehmung. Und auch da gibt es sowas, je fortgeschrittener man ist, desto mehr soll man trinken. Wenn du dann aber betrunken wirst und nicht mehr zurechnungsfähig, ist das gewissermaßen, dann gehst du wieder zurück zu Null. Also hast du ein paar Grade deines Fortschrittes dadurch halt auch eingebüßt. Und da gibt es spezielle Praktiken, also spezielle Pranayama-Techniken und innere Visualisationstechniken, wie du mit solchen Berauschtheitszuständen umgehen kannst. Nämlich die innere Vorstellung, die Seitennadis, die Energie von denen an bestimmten Punkten, das ist teilweise auch geheim gehalten an welchen, in den Zentralkanal einzuführen
und von dort nach oben zu leiten. Das führt dann tatsächlich nachweislich dazu, ist auch meine persönliche Erfahrung, dass du diesen Rausch zwar spürst, den aber irgendwie kontrollieren und beherrschen kannst. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch so die Idee, mit Substanzen umzugehen, die tantrische Idee. Also vielleicht auch, wenn es etwas Stärkeres gibt, dass es so das Grundprinzip ein Stück weit darstellt. Im rechtshändigen Tantra wird Alkohol nicht getrunken. Ist das irgendwie verpönt und verboten? Ich habe noch 10 Minuten. Okay. Gut, das nächste wäre Hanf, Cannabis. Das wird in allen möglichen alten indischen Schriften als Medizin erwähnt, scheint nicht so als Substanz zu gelten, sondern eher als eine Art Volksmedizin. Ist prominent mit dem Hindu-Gott Shiva verbunden seit der Antike und Shiva ist ja gewissermaßen auch der Schutzpatron der meisten tantrischen Traditionen. Also wird es quasi in den meisten solchen Lineages ziemlich viel verwendet. Es gibt ein Zitat aus dem buddhistischen Tara-Tantra, wo Buddha sagt, Wein trinken ohne den Konsum von Cannabis produziert keine echte Ekstase. Das Mahakala-Tantra, ebenfalls buddhistischer Herkunft, erwähnt in 42 von 50 Kapitel psychoaktive Pflanzen und fast in jedem auch Hanf. Also da hat sich richtig, das ist ein richtiges System der Pflanzenstraße, das Mahakala-Tantra, könnte man so sagen. Eine eigene tantrische, entheogene Tradition. Ja, habe ich ja schon erzählt, dass das bei diesen 5 M's eingenommen wird. Es scheint auch in einem Zusammenhang mit der Erweckung der Kundalini zu stehen. Also dass Hanf tatsächlich symbiotisch mit dieser Shiva-Richtung, auch mit dem Kundalini-Prozess zusammenhängt. Also einer meiner Lehrer in Kundalini, der Edgar Hofer, den manche vielleicht schon in der NTO Science vor 2 Jahren kennen, jemand mit einer erwachten Kundalini, meint, es ist offensichtlich, dass Hanf eine der Substanzen ist, die mit der Kundalini direkt in einem symbiotischen Zusammenhang steht. Im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Substanzen. Er findet gerade den Hanf dazu sehr geeignet. Was interessanterweise auch in nahezu allen tantrischen Schriften erwähnt wird und was die Tantriker halt offensichtlich auch als Substanz für sich nutzen, ist Datura, Stechapfel. Frage noch zum Hanf. Ja. Wird er dann aber dort getrunken? Der wird... Naja, ich meine, die Shivaiten, die kennt man ja, die dann oft dieses Chillum herumgeben, was nie ausgehen darf und so. Also ich nehme an, das wird auf verschiedene Arten da zu sich genommen. Rauchen, verengt das dann nicht auch wieder oder ist das nur Nikotin? Also das wird nicht unbedingt zusammen mit Nikotin genommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und verengt dann die Nadis nicht? Oder? Ich habe das Gefühl, dass es die eher weitert, ehrlich gesagt. Und es ist halt auch irgendwie aphrodisisch, ne? Also jetzt gerade im Zusammenhang mit den sexuellen Ritualen, finde ich, ist Hanf eine tendenziell unterstützende Substanz. Gut, das Datura ist halt eher im Rahmen mit bestimmten magischen Ritualen, wird einerseits im Räucherwerk, also die räuchern ja sehr viel, da wird manchmal Datura genommen und auch in der Herstellung von Salben, also durchaus vergleichbar mit so einem Hexenwissen hier im Mittelalter, Flugsalben und ähnliches. Und Elixiere, Pillen und sowas, was da die Tantriker im Mittelalter vergleichsweise viel gemacht haben, da ist dann halt oft auch ein bisschen Datura dabei. Der Christian Rätsch erwähnt auch, dass so eine Schamanin so einen Zauberkuchen immer dabei hat, wo sie manchmal den Leuten, die zu heilen sind, irgendwie ein bisschen was mitgibt. Der besteht aus Reismehl, aus einem anderen Getreide, aus irgendeiner Winde, die nicht näher beschrieben ist, die offensichtlich auch mild psychoaktiv ist, aus Hanfsamen. Und zu einem ganz kleinen Teil auch aus Stechapfel. Möglicherweise ist das Getreide, was bei diesen Ritualen gegeben wird.
könnte sein, dass von diesem, dass da so ein paar Krümel von diesem Kuchen auch gegeben werden. Das entzieht sich jetzt der genaueren Kenntnis. Man kann das auch ganz schwer nachvollziehen, was jetzt eigentlich wirklich mit diesem fünften M, warum das jetzt irgendwie da dieses Mudra, dieses geröstete Getreide, was das tatsächlich für einen Zusammenhang haben soll. Ich habe so die Vermutung, dass es sich möglicherweise um entweder solche Substanzen handelt oder es gibt auch Leute, in zwei Büchern habe ich da längere Spekulationen darüber gehört, dass es sich um Mutterkornpräparate handeln könnte. Ja, und schließlich, da gibt es einen Autor, der hat das Buch auch im Internet weitestgehend veröffentlicht, der Mike Crowley, der Meinung ist, dass der ganze Initiationsprozess in den Tantras, speziell in den buddhistischen Tantras, diese Substanz Amrita, die da gegeben wird, dass, also er ist der Meinung, das ist auf jeden Fall eine stark psychoaktive Substanz, versucht verschiedenste Arten von Beweise dafür zu finden und geht davon aus, dass es sich um eine wahrscheinlich Psilocybe cubensis handelt. Und zwar, wenn man das mal guckt, wie eine Einweihung in ein buddhistisches Tantra verläuft, also dass der Lama gewissermaßen eine Erfahrung dem Novizen präsentiert, eine Erfahrung des Nicht-Dualen, mit der Idee, dass sich der Geist des Guru mit dem Geist des Schüler vermischt und eine schockartige neue Erfahrung entsteht. Und das ist halt verbunden mit dem Trinken einer Substanz, mit dem sogenannten Amrita. Heutzutage in den Ritualen eher Safranwasser, ohne irgendeine psychoaktive Wirkung. Mike Crowley ist der Meinung, da ist halt auch in dem Prozess von einem linkshändigen zum rechtshändigen Entwicklung, die es halt auch da gegeben hat, ein gewisses ursprüngliches Wissen sublimiert worden. Ja, ich sag mal, wie diese Gelübde halt gehen. Damit komme ich dann auch so allmählich zum Ende. Also die erste Einweihung ist die Vaseneinweihung, entspricht symbolisch der Krönung eines Prinzen und signalisiert so eine höhere Graduierung des Schülers von der gewöhnlichen Welt in die Welt des Tantra, in die Welt der Verbindung und Kontinuität hinein. Dann kommt als zweite Einweihung die, wie heißt das? Die geheime Einweihung. Die löst den Mind des Schülers auf und verbindet ihn mit dem Mind des Lehrers. Und da gibt es eben dieses Amrita. Das Prinzip soll bedeuten, extreme Vorstellungen, wie die Vorstellung von der Kontinuität von Objekten, irgendwie zu verklären und zu berauschen und dem Schüler den Glauben an das, was er sieht, irgendwie zu nehmen. Durch dieses Mixen von dieses Liquors verschmilzt der Geist des Schülers mit dem des Lehrers und mit dem der Schutzgottheit. Das dritte Abhisheka, die dritte Einweihung ist dann die Weisheitsbewusstseinseinweihung. Da erfährt der Schüler große Freude der Vereinigung mit der Welt, das sogenannte Mahasukha, die große Freude. Die Einheit von Glückseligkeit und Leerheit. Was man auch vorstellen kann, das kommt dann irgendwie eine halbe Stunde später, also wenn möglicherweise der Wirkpunkt einer Substanz ein Stück weit weiter fortgeschritten ist. Und schließlich die vierte Einweihung ist die Soheitseinweihung, wo der Student erfährt, dass er nicht in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben muss. Also das sind jetzt alles Zitate von Chögyam Trungpa, also von einem der etabliertesten Meister, sondern dass er sofort auf den Punkt erwachen kann. Sein Geist öffnet sich spontan der ewigen Soheit. Der Seher und das Gesehene verschmilzt in eins und dasselbe. Und das sind so Erfahrungen, die werden auf den Punkt vermittelt, soll den Geist des Schülers richtig wach machen und aufrühren und dass er dann in der späteren Praxis, die er dann durch Eid gelobt, versucht, diese Erfahrung gewissermaßen zu replizieren und für sich im Weiteren dann immer wieder zu wiederholen. Also wie gesagt, Mike Crowley ist der Meinung, das kann eigentlich nur psychoaktiv stattfinden, das ist aber gut verborgen, was das irgendwie ist. Sie sind der Ansicht, also er ist der Ansicht aufgrund verschiedener Indizien, die ich jetzt hier nicht so genau darlegen kann, dass es sich um Psilocybin handelt und dass das also durchaus auch den asiatischen Traditionen vertraut ist. Ja, jetzt komme ich so zum Ende. Also aufgrund dieser Erkenntnisse lässt sich spekulieren, ob die Drogen beim
klassischen Tantra-Weg vielleicht eine wichtigere Rolle gespielt haben, als das heute allgemein bekannt ist, wo man Tantra halt viel mit Sex assoziiert, aber vielleicht wenig mit diesen Substanzen. Jetzt gibt es halt verschiedene Gelehrte, die da so ihr Resümee ziehen. Ein gewisser Geoffrey Samuel meint, die hatten eine wichtige Bedeutung als Medizin zum Meditieren oder auch für solche Einweihungen, sind aber nicht so ganz konstituierend für eine Tradition wie zum Beispiel bei den südamerikanischen Schamanen. Sondern letztlich geht es in den tantrischen Richtungen auch immer wieder darum, diese Substanzen werden gegeben, um bestimmte Erfahrungen wachzurufen, die aber dann im Verlaufe des weiteren Weges weniger wichtig werden. Also offensichtlich hat die klassische Tantra- und Yoga-Tradition viele Methoden und Mittel, Erfahrungen, die man erstmal entheogen machen kann, dann später auch ohne Entheogene zu wiederholen. Und es könnte für Bewusstseinsforscher interessant sein, diese Tradition zu studieren. Gerade um diesen Punkt, der ja, glaube ich, vielen hier auch ein Anliegen ist. Also wie komme ich da gewissermaßen auf diese enstatischen Erfahrungen, auch ohne etwas genommen zu haben, dass die da ein reiches Füllhorn von Wissen besitzen. Denn tatsächlich sagen das halt auch die meisten dieser Autoren, dass im Verlaufe des Prozesses, je fortgeschrittener das ist, dass die Gabe von Substanzen immer weiter abnimmt. Da gibt es auch diverse Hinweise. Das ist offensichtlich eher etwas für, also am Anfang nicht, dann in der Mitte viel und dann wird es langsam wieder weniger. Also dass das eine sehr gut durchdachte, dezidierte Praxis ist, wo das einfach ein wichtiger Zwischenschritt ist, der dann aber quasi wieder in der Bedeutung verschwindet. Könnte also möglicherweise noch einiges für Bewusstseinsforscher und Reisende in der tantrischen Tradition stecken. So, erstmal soweit und danke schön.